Hallo und recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Was magst du Folge mit von... Oh, Ansiedlung Henrik, nicht wir aufzunehmen? haben einen Kleinstadtstatus erreicht. Jo, ich hab's gesehen, das ist bei mir gerade. Okay, nochmal von vorne. Gratuliere, ich Hallo bin und sogar recht Teil der herzlich willkommen zu Stadt. einer brandneuen Folge von Let's Play Lars? Anno 1404 im Multiplayer zusammen mit... Lars? Nee, Henrik. Hen. Sag mal. Ja, mal. Hast du einen Timer gestellt? Er läuft sogar noch. So, jetzt. Ich hoffe auch, dass die Aufnahme läuft, weil sonst haben wir gleich ein Loch in der Aufnahme. Dings. Na? Bums. Das stimmt. Ich meine, soll mich jetzt nicht stören, aber. Wäre unpraktisch. Schon. So. Mal ein bisschen unorthodox. Schick, schick. Okay. Das haben wir, das haben wir. Und da ist noch einer. Gut. Dann fehlt hier oben noch einer. Aber da fehlen mir Ressourcen für. Gut, müssen wir halt warten. Ist dann halt so. Was fehlt dir denn wo? Mir fehlt in Goldfurt Werkzeug und Stein. Das kommt, glaube ich, gerade runter. Werkzeug und Stein kommen gerade runter, ja. Henrik, die Truppe hat sich angegriffen. Oh, warum? Von den Korsaren. Warum machen die das? Weil sie es können. Wo sind unsere Schiffe? Sind die doof? Ich nehme die Urena mal gerade, ja. Ja, da ist deine Lieferung drauf, ne? Nur, dass du es weißt. Ja, ist nicht schlimm. Nur hat sie eine zugewiesene Linie, die Urena, oder? Also die hat eine Handelsroute, ja. Okay. Ja, ich versuche gerade nur mal, die Topaz zu retten. Ja, klar, mach das. Weil die Topaz, glaube ich, eh schon da ist, das Kursanschiff. Oder? Ja, außerdem sind die gleich sowieso schon direkt im Hafen. Okay, ist auch nicht schlimm, weil jetzt ist die Urena eh hinten. Die dazwischen, naja, das passt schon. Na, also wenn, dann müssen die eh erst in der vorbei und das schaffen die nicht. Ich glaube auch. Aber wir sollten uns mal langsam eine große Werft bauen und vor allem mal Patrizier einziehen lassen, damit wir uns auch so riesen Dinger bauen können hier. Ja, aber wir können uns ja nicht mal Schiffe bauen, wenn wir keine Hanf haben, denn wir müssen ja eine Seilerei bauen und Haben ohne wir doch schon, haben Seilerei. wir, haben wir, haben wir, haben wir alles. Wir haben schon 27 Seile. So, dann habe ich nichts gesagt. Henrik, beruhig dich. Mäßige dich bitte. Entschuldigung. Ja, guck mal, jetzt haben sie Angst bekommen. Jetzt drehen sie ab. So ehrlich. So. Ein Zimmermann wäre noch eine gute Idee. Oder mehrere, eher gesagt. Und zwar hier. Nee, das war dumm, weil da war Ein noch gutes Platz. Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Warte mal. So. Also hier auf jeden Fall ein. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Dann hier gleich ein. Und wir machen Plus, das ist doch schon mal hervorragend. Ja, schon eine ganze Weile gerade, ne? Jetzt machen wir noch mehr Plus. Hab die Nomaden dann mal ein bisschen versteuert. Ach, Mist. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs Was zu denn? vertreten. Wir werden angegriffen, mal wieder. Und die stehen genau da. Ach, ich krieg zu viel. Dann lock die doch mal so ein bisschen Richtung Turm. Fahr doch hinter den Turm. Ja, bin dabei. Ey,
Weil die kommen halt hinterher. Nee, fahr da mal rein in die Lücke da. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Allah segne euch. Passiert nichts. Sie wo greifen ist das. Die Orena? Die ist gerade bei Schafsbruck. Was machst du da? Wo? Oh. Bist du wahnsinnig? Im Zweifel. Jetzt sind sie im Einzugsbereich vom Turm. Jetzt werden die richtig zerdingst. Möchtest du wissen, wer dich in der Dieser Reparaturkran leidet gerade. Ein bisschen, ja. Aber ist ja kein Problem, wenn wir einen Zimmermann haben, der repariert den. Ja, da wollte ich noch was zu gesagt haben. Ich habe versehentlich statt eines Zimmermanns vielleicht einen Eisenschmelzer oder eine Werkzeugerei gebaut. Und der kommt doch gar nicht so weit aus dem Meer raus. Ich sehe es gerade, ja. Egal, das Korsarenschiff, das überlebt eh nicht mehr lange. Nee. Quasi jetzt tot. Ja, warte, ich sammle hier nochmal eben was das hat's denn da Ding da auf. Was hat's denn gedroppt? Ja, das sammle ich doch gerade auf. Ich auch. Hat nix gedroppt. Lol. Okay. War wohl eine leere Kiste. Das ist ja... Ist ja Betrug ist das. Eben, sag ich doch. So, Feuerwehr. Moment, da fällt mir was ein. Was denn? Das gefällt mir ja irgendwie. Ich wollte die Holzfäller noch abreißen, die kosten nur Geld. Und bauen durch die auf der Insel ja auch nicht, ne? Nee, weil wir haben ja eine gute Holzproduktion auf den anderen Inseln. So. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ich danke euch im Namen des Okay, das läuft. Also das sollte man vielleicht ändern. Ich produziere jetzt aber auf der Insel ebenfalls Werkzeuge in Goldfurt. Sehr gut. Einfach, weil es geht. Das ist sehr gut. Ich glaube, die Fuhrmänner kommen nicht hinterher. Das kannst du ja im Zweifel über Ausbauen von den Häusern, von den Markthäusern, aber hast du ja schon alle. Habe ich schon, ja. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Welche Holzflöte ist das denn? Ach, bei dir, okay. Ja, ja, bei mir. Ich dachte schon, bei mir irgendwie noch ein, ich war auch abgerissen, bis auf ein, zwei. Okay, da sind noch welche. Zack, zack. Weil dann werden die Schiffe auch mal ihr Holz hier los bei mir, ne? Mhm.
So. Ich glaube, mehr Häuser kann ich gerade nicht mehr platzieren. Spiel wird Oh, da speichert gespeichert. er was. Ach, Henrik, weißt du was? Wenn Was denn? wir Sportmoderatoren wären, wären wir wahrscheinlich die schlechtesten Moderatoren, die es gibt, weil wir einfach so mega konzentriert sind die ganze Zeit und kaum reden. Ja, das stimmt. Spiel gespeichert. Spiel Wir sind gespeichert. da nicht sehr gut, glaube ich. Nee, absolut nicht. Absolut. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um diese Angelegenheit zu regeln. Haben wir noch ein Schiff? Seid mir herzlich gegrüßt. Schiff haben wir hier noch. Ja, auch als Kanonen oder ohne? Also ein freies Schiff, was gerade nicht in irgendeiner Handelsroute steckt. Fügen Sie hier Ihre Antwort ein? Hallo? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Herausforderungen kann ich hier wohl nicht rechnen. Okay, Sir Gavin. Freut mich. Ihr habt den Leitsatz des Konvents gut erkannt. Sie hat sich in meine roten Pauspäckchen verliebt. Ja. Mir wurde schon oft Was gesagt, machst du da? Aber Nett noch sein zu etwas den muss Leuten. dazu sein. Ja. Gegen Geld Sie oder hat sich was? in meine roten Ja? Pauspäckchen verliebt. Ja. Das kann ja nicht mal Nein. ich glauben. Ihr habt den Leitsatz des Konvents gut erkannt. Das wäre Ein Prostitution. Christe ist barmherzig und Ja. liebt. Nee, das. Ich bin froh, dass es in dem Einer Spiel ihrer hier keine Betriebe Ampeln stellt gibt. keine Waren mehr her. So, was fehlt den Leuten jetzt hier noch? Gar nichts. Okay. Die wollen eine Moschee. Moschee kann ich aber noch nicht bauen. Schade, doch. Nein. Na gut, doch nicht schlimm. Die haben ja sonst alles. Die brauchen ihren Glauben, sollen sie bekommen. Oh, wir müssen mal so langsam so ein bisschen aufs Geld achten. Oh ja. Ich würde den Leuten trotzdem ihren Glauben erlauben, ja. Ja, von mir aus. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich denke auch. Vielleicht können wir auch mal aufhören, Sachen einzukaufen aus anderen Städten. Nö. Ich schläfe einmal kurz die Webstube am Hafen ein in Goldfurt, weil die hat im Moment keine Produktion. Ja, weil die keinen Handel bekommt. Das gefällt mir. Der Rat der Zehn dankt. Du weißt schon, dass wir die Kleidung brauchen, ne? Ja. Ja. Ich habe in Schachtburg mal das Einkaufen eingestellt. Gut. So, die Tupatz liefert jetzt wieder. Das freut mich sehr für Sie. Das ist gut.
So. Ich habe jetzt mal auch ein bisschen mehr Lagerkapazität in Goldfurt geschaffen. Wo denn? Wieso tut es das? Das habe ich mir besser vorgestellt. Naja, dann lassen wir das erstmal. Hast du ein Lager ausgebaut? Ach, direkt drei Stück. Genau. Ah, die müssen wir nochmal irgendwann nochmal schön. Müssen wir so Die müssen wir. roundabout 120 Lagerkapazität haben. Die müssen wir irgendwann nochmal schöner platzieren. So. Dann. Neuen Marktplatz. Haben wir gerade ein... Ich habe mir die Frage schon selbst beantwortet. Okay. Ich dachte mir, ich antworte auch einfach mal nicht. Das ist okay. So, neue Wohnhäuser für unser Dorf. Fun Fact: Barilla hat einen Spotify-Account. Jede Nudelsorte hat eine eigene Playlist, welche genauso lang ist wie die Kochzeit. Anstatt einen Timer zu stellen, kann man einfach warten, bis die Musik aufhört. Okay, wie hilft man das jetzt bei Anno weiter? Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Okay. Wie auch immer du drauf kommst. Habe ich gerade gelesen. Freut mich wirklich außerordentlich für dich, dass du so gebildet bist. Ja, ich bin da sehr, sehr belesen, was das angeht. Ach, Henrik, ich muss gleich auch mal was mit dir bequatschen, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft. Ja, gerne. Ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Vielleicht ahnst du ja schon, worum es geht. Nee. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Haben wir das? Was? Aschgabat. Ich mach mal so ein bisschen hier. Ich verbessere mal unsere Beziehung zum Orient. Mach mal. Das ja, weil das haben wir irgendwie so ein bisschen schleifen lassen und mir fehlt da im Moment so ein bisschen die Möglichkeit zu bauen. Inwiefern zu bauen? Na, ich muss ja Mit vor allen diesem Dingen auch Handel mal bin ich einverstanden. da ein bisschen ausbauen, ne? Also. Na gut, wenn du das sagst. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber du machst das schon. Ja, Dings. ich meine, wir brauchen ja auch im Laufe der Zeit immer mal mehr Gebäude und mehr Sachen und das Ach funktioniert ja nicht so. ohne weiteres. Meinst du, das funktioniert nur, wenn man eine gute Beziehung dahin hat? Ja, genau. Okay. Das trifft es ganz gut. Na, guck mal, wie gut, dass ich Holz liefer.
Ich habe auch vorhin alle Holzfälle hier abgerissen. Ja. 80 Holz bekommst du jetzt. Also 79, also fast 80. Ja. Ich habe auch gerade ein bisschen ausgebaut, vielleicht siehst du es ja. Oh, das ist schlecht. Wo denn? Links. Ja, hab schon gefunden. Ja. Feuerwehr ist so ein Ding, kann ich gerade nicht bauen, tut mir leid. Doch? Ja, nee. Ich muss erst einen Marktplatz bauen. Doch. Ey, du machst das schon. Ja, ich bin quasi dabei. Ja, ich vertraue dir da. Hoffe ich doch. Würde ich auch behaupten, dass ihr das machen solltet. Ich weiß nicht, worauf du dich da beziehst. Nee, die sagten gerade, nimmt die Beine in die Hand und rennt. Ein Zeichen eurer Wertschätzung. Ihr macht euch um unser beider Völker verdient. So. Na gut. Das ist natürlich... Das ist ein kleines Kriegsschiff. Ah, okay. Gut, das fährt jetzt mal wieder zurück in den Hafen hier. Haben wir gerade ein Schiff geschenkt bekommen, oder was? Nee. Sieh es als Sicherheit für dein Leben. Oh, wir haben kein Geld mehr. Eine sehr leichtfertige Antwort. Doch, wir. Nein. Ihr seid tatsächlich zurückgekehrt. Der Rat der Zehn weiß eure Dienstfertigkeit zu schätzen. Unsere Dienstfertigkeit, hast du gehört? Ja. Absolut. Was auch immer der damit sagen will. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich aber bin, ich glaube, er meint es ernst. Ich bin oft sehr fertig im Dienst. Auch. Ist das dann auch eine Fertigkeit? Ja, wenn man ihn fragt, wahrscheinlich schon. Okay, ja, dann geht's ja. Na, guck mal, die Siedlung wächst doch echt wirklich gut. Ich bin auch fleißig am Bauen. Ey, ich sehe das schon, mega geil. Was sagt denn hier die... Oh ja, Gewürze haben wir ja noch ordentlich in petto. Henrik, wir nehmen jetzt genau 23 Minuten auf. Ich glaube, es wird Zeit für eine berühmte Abmoderation. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das mit dem Abo, das funktioniert jetzt ganz einfach, indem ihr auf den Button drückt, der oben rechts im Video eingeblendet wird. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann drückt doch einfach auf den Button, der jetzt unten rechts eingeblendet wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auch, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Ich sag tschüss. Und ich sag, warum geht das nicht? Ciao, ciao. Ciao, bis dann.